Hallo, Thomas Schechner, Yachtdoktor, Yachtelektrik. Heute habe ich mir mal Zeit genommen für ein Projekt, das wollte ich schon sehr lange machen. Hatte noch einen Inverter mit Fernschalter von Mastervolt da mit 1200 Watt in Spitze 2000. Habe mir dazu einen Batteriemonitor mal im Internet gekauft, ein Billigding, was ich sonst normalerweise in der Marinewelt nicht verbaue. Da verbaue ich nur Mastervolt oder Victron, NASA und Philippi. Aber hier für die Zwecke geht's wohl. Unten habe ich eine Steckdose dran. Ich habe hier 240 Amperestunden Akkus dran, AGMs, die zusammen 280 Amperestunden ergeben und hoffe, dass ich hier rund 2,5 bis 3 Kilowatt an 220 Volt rauskriege. Das Ganze habe ich mobil gemacht und auf Rollen in so einem Kästchen hier, dass ich damit auch arbeiten kann. Der ist rund 85 cm hoch. Oben eine Ablageplattform und wiegt aber fast 100 Kilo aufgrund dieser großen Batterien. Und die nächsten Tage will ich mal sehen, ob ich hier auch Solar aus der eigenen Solaranlage einspeisen kann und sozusagen an den Ausgang das eigene Ladegerät intern anschließen kann und Solar zuspeisen kann, ob das funktioniert. Da werde ich nochmal drüber berichten. Das wird spannend, wenn Sonne ist. Schönen Gruß!